Zombie Apocalypse. Ach Mist, jetzt bin ich doch ohne losgefahren. Jetzt habe ich meinen Kaffee doch auf den Tisch stehen lassen, verdammte Axt. Fahre ich jetzt nochmal los oder? Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Die Kameraden von der Feuerwehr sind gleich hier. Ach Mann, ey. Ach, dann nehme ich jetzt erstmal hier, wisst ihr was, meinen Feuerwehrhelm, meinen Notfallrucksack vom ASB und dann werden wir erstmal ein paar Menschenleben retten. Ja, es geht ja vor und dann hole ich mir danach ganz entspannt einen Kaffee. Liebe Freunde, herzlich willkommen zusammen zurück zu einer neuen verrückten, chaotischen Folge vom LS19 mit der Feuerwehrmod. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier bei einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, die letzte Folge vom LS19 ist jetzt schon ungefähr 2 Wochen her. Es ist eine Menge passiert, eigentlich aber auch nicht, aber ich bin jetzt erstmal hier auf dieser Rally-Quest-Map unterwegs, denn hier ist heute etwas Komisches passiert. Was genau? Das schauen wir uns jetzt an. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal einen Helm hier auf und einen Rucksack, wie man das klar und deutlich erkennen kann. Viele Grüße gehen raus an Yannick und an das JNP Modding Team, denn die Leute haben mir diese wunderbaren beiden Mods zur Verfügung gestellt. Auch heute in diesem Video ist die Optik wieder auf der ersten Stelle, also das sieht einfach nur Bombe aus. Also ich finde es cool. Ist wirklich mal eine Abwechslung. Und auch gerade der Rucksack, der ist schon echt fetzig. Obwohl man da keine Gurte sieht oder so, der klebt da irgendwie mit sehr guten Kleber am Rücken dran. Aber sprungfest ist das Ding alle Male. Deshalb ganz, ganz cool und ganz, ganz gute Arbeit an euch. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. So. Liebe Freunde, wir starten durch. Ich wurde hier gerade mit dem RTW alarmiert zu einem schweren, komischen Verkehrsunfall. Tja, das klingt erstmal ganz schön merkwürdig, ist es auch. So, dann schnappen wir uns mal ganz kurz den Karl, denn der Karl ist heute der Rettungssanitäter. Ich bin heute nur der Fahrer. Der wird erstmal hier schauen und erstmal gucken, was hier eigentlich los ist. So. Oh meine Güte, was ist denn hier passiert? Hier liegen erstmal ein paar Tonnen rum, ey. Was, meine Güte. Hallo? Die Feuerwehr ist da. Hallo? Ist anscheinend niemand zu Hause. Liebe Freunde, eine kurze Info an euch hier zum aktuellen Geschehnis. Hier entsteht anscheinend ein neues Großneugebiet, soll sich das irgendwie nennen. Also ein Neugebiet mit sämtlichen Häusern, die aneinandergereiht sind. Also so sieht das erstmal gar nicht gut aus. Aber da dachte sich anscheinend wohl ein Fahrer, ich bretter hier erstmal voll rein und bringe anscheinend erstmal die Pakete direkt ins Haus hinein. Beziehungsweise die Mülltonnen. Ich weiß ja nicht, wie das hier zustande gekommen ist. Also das sieht erstmal auf den ersten Blick so aus, als hätte wirklich der Fahrer hier diese Tonnen im Transporter geliefert. So, liebe Freunde, also ich sehe eine verletzte Person hier im Sprinter. Der hat sich das anscheinend schon bequem gemacht. Der ist nicht mehr im Auto, der liegt hier unter diesem Container. Also im Container unter diesem Schutt, da hat er sich anscheinend etwas gemütlich gemacht. Ich sehe auch gerade, der muss ja volle Karotte durch die Windschutzscheibe geflogen sein. Wie ist Ihr Name? Günther. Günther, okay. Ich bin Karl. Ich bin heute Ihr Rettungssanitäter. Nur damit Sie Bescheid wissen. Also, Günther, was ist passiert? Alles klar. Ich verstehe dich klar und deutlich. Hast du irgendwelche Schmerzen? Was, du willst einen Toast haben? Habe ich jetzt nicht bei. Ich bin hier kein Futterautomat. Das wird nichts. Ja, wir holen dich raus. Einen Moment, ich rufe mal ganz kurz die Kollegen an. Ich habe aber gerade irgendwie gar keinen Empfang mit meinem Handy. Deshalb muss ich mal ganz kurz hier oben aufs Haus lehnen. Hier mal erstmal ein bisschen Empfang holen. So. Kollegen, hört ihr mich? Ich brauche hier ganz dringend mal Hilfe. Ich bin vom RTW, da bin ich heute. Die Polizei ist auch vor Ort, ne? Wisst ihr Bescheid? Alles klar.
So, liebe Freunde, das ist erstmal hier der Sonderfall. Denn wir wurden erstmal alarmiert zu diesem chaotischen Einsatz. Es rücken alle Fahrzeuge aus dieser Freiwilligen Feuerwehr. Ja, wundert euch nicht, die Wache, ja, die ist noch im Bau. Aber Hauptsache, die Fahrzeuge stimmen. Also, die Feuerwehr hat anscheinend hier kein wirkliches Geld dafür, um irgendwie eine neue Feuerwache zu bauen. Deshalb stehen sie erstmal in einer Scheune, beziehungsweise in einem kleinen Unterstand, der aber auch klimatisiert ist. Und er hat Schiebetore. Also, das ist ja schon mal ein Stück weiter vorangeschritten, ne? Also, da kann man eigentlich gar nicht meckern. So. Es rücken aus. Rosenbauer, der AT. Der AT3 rückt aus dieser Freiwilligen Feuerwehr. Wir fahren erstmal rüber zum Einsatzort. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken, damit wir da auch richtig gut ankommen. Machen wir hier mal die Tröte an. Wie geht das hier auf meinen großen Touchmonitor? Da bin ich ja nicht mehr der Jüngste dabei. Ist ja schon ganz schön gewaltig hier. Ist ja so ein halber TV, der hier in der Mittelkonsole steht. So, das HLF rückt aus zu diesem Einsatz. Seht ihr erstmal hier, Blaulicht, Tröte es an. So. Ich glaube, wir müssen hier rein, Joachim. So, das HLF ist soeben am Einsatzort eingetroffen. Wir stellen uns mal direkt hier auf diese kleine grüne Wiese. Da stehen wir erstmal super. Ja, wir haben hier ein absolutes Chaos. Hier liegen einfach nur richtig viele verschissene Tonnen rum. Das ist schon Wahnsinn irgendwie hier. Meine Güte. Meine Herren, sowas hat man auch nicht jeden Tag. Dass hier irgendwie mal so ein rasanter Fahrer ein paar Mülltonnen mitnimmt. Also geschweige denn transportiert. Meines Erachtens hatten wir das, glaube ich, noch nie irgendwie in irgendeinem Einsatz, also dass hier so etwas entstanden ist, weil ich muss dazu auch sagen, ja, es ist alles schlimm genug. Eine Person ist verschüttet im Container, der vorerst aus dem Transporter geschleudert wurde. Und das Allerschlimmste daran ist eigentlich, es riecht hier. Es riecht verdammt nochmal richtig, richtig streng nach Müll. Also, das ist schon echt anstrengend. Da musst du aber erstmal AGT aufsetzen, damit du erstmal hier gute Luft bekommst. Aber in meinem Fall ist es erstmal so, ich bin heute nur Fahrer. Da habe ich erstmal richtig Glück gehabt, damit ich erstmal hier die Fahrzeuge zum Einsatz holen kann. Deshalb muss ich da jetzt auch nicht irgendwie lange rumschnacken am Einsatzort. Also ich bin eigentlich, wie gesagt, nur der Fahrer, bringe die Fahrzeuge zum Einsatzort und das war's dann auch schon. So, ups. Wie in meinem Fall jetzt hier der Audi Q5, der jetzt hier auch noch zum Einsatzort ausrücken wird. Und der wird dann erstmal eine Lageerkundung vornehmen, denn die Kameraden haben das anscheinend noch nicht gemacht eben. Denn irgendwas ist an dieser ganzen Sache faul. Ich hoffe, wir finden dann auch irgendwie den Verursacher, den Fehler, was da passiert ist. Also irgendwas stimmt hier nicht bei diesem Einsatz. So, und auch der KDOB ist soeben am Einsatzort eingetrudelt. So, auch hier diese wunderbaren Blinker, beziehungsweise die Warnblinkanlage, das gefällt mir. Das ist sexy, das ist richtig, richtig sexy. Dann eine Feuerwehr, ein Q5, ein Audi und da kommt alles zusammen. Meine Güte, ist ja ein halber Feuerwehr-Orgasmus hier. Alles klar, liebe Freunde, es geht weiter. Wir müssen erstmal hier schauen, denn ja, also es riecht erstmal ganz streng nach Müll. Wir haben eine Person, die erstmal in Containern festsitzt, die müssen wir erstmal befreien. Und außerdem, hier riecht auch irgendwas so fatal brenzlig, so als würde hier in jeder Sekunde irgendwie etwas in Flammen aufgehen. Also irgendwie gefällt mir das irgendwie hier nicht. Also dieses Haus steht auch schon sehr lange leer. Vielleicht haben sich da wieder ein paar Jugendliche Spaß erlaubt und haben irgendwie rumgekugelt oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das schon ganz schön merkwürdig. Vom Transporter kommt da nichts. Kein Öl ist ausgelaufen. Kein weiterer Kraftstoff. Nichts weiter.
aber trotzdem hat man diesen komischen brennenden Gestank in der Nase. Schon fast irgendwie auch ätzend. Also ich finde es auch ätzend, dass ich meinen Kaffee vergessen habe, aber das ist Nebensache. Ja, also, dann holen wir erstmal als nächstes in der Zwischenzeit, denn ich bin der Fahrer, liebe Freunde, wo die Kameraden jetzt gerade diesen Einsatz abarbeiten, holen wir mal ein ganz spezielles Fahrzeug zum Einsatzort, nämlich die Straßenmeisterei, denn die sind auch gut engagiert und helfen uns natürlich bei jeglichen Einsätzen. Unter anderem haben die auch so einen geilen Bobcat, den ich jetzt erstmal fahren werde gleich. Denn irgendwie müssen wir auch erstmal da Ordnung schaffen am Einsatzort. Deshalb werde ich dort erstmal hin eiern und die Kameraden da vor Ort unterstützen. Mit meinem kleinen Wagen hier. So. Dann gehen wir jetzt mal Gummi, denn ich glaube, die brauchen jetzt erstmal ganz dringend Unterstützung. Müssen auch erstmal hier die Tonnen zur Seite schieben. So, dann die Spanngurte lösen und dann werden wir hinten eigentlich nur noch die Klappe öffnen. Und dann können wir auch schon mit dem Bobcat runterfahren. Der auch, hat auch eine extra große Schaufel vorne dran, also die macht sich hier prima gerade richtig passend für diesen Einsatz. Dann werden wir erstmal los Bobcatten und erstmal probieren, die ganzen Mülltonnen hier zurechtzuschieben. Ich glaube, ich werde ja auch mal von der Außenkamera fahren. Das macht sich alles ein bisschen besser. Ich würde die auch gerne wieder zurück in den Transporter schieben, da wo sie hingehören. Wir wollen die eigentlich gar nicht haben hier. Das gefällt mir nicht. Ich probiere es trotzdem erstmal. Ich probiere es erstmal so hier wie ein Schwan, die erstmal wie auf den Haufen zu schieben. Das ist schon ein sehr gutes Gerät hier irgendwie, was wir hier fahren gerade. Das macht schon echt irgendwie Laune. Auch wenn es Mülltonnen sind, die wir gerade zusammenschieben. Ich glaube, alles macht damit Spaß. So. Dann haben wir das erstmal erledigt. Dann haben wir erstmal hier frei Fuß, können unsere Fahrzeuge hier aufstellen. Und wir bekommen gerade die Meldung rein, es riecht hier immer noch ganz schön brenzlig. So, okay, wir sollen erstmal eine Lagerkundung durchführen bei den anderen Gebäuden. Weil von irgendwie kommt es aus dieser Richtung, dass wir hier irgendwie etwas in der Luft haben. Also von hier kommt irgendwas rübergeflogen. So, jetzt müsste ich hier bloß noch durchpassen durch die Tür. Das wäre schon irgendwie cool. Aber irgendwie passt das nicht. Doch, jetzt haben wir's. Hier ist alles frei. Nach oben werde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen. Da komme ich, glaube ich, gar nicht weiter. Das funktioniert leider nicht. Ich gehe mal ganz kurz rüber zum anderen Gebäude. Denn irgendwie traue ich dieser ganzen Situation hier nicht. Boah, oh, meine Herren, was ist denn hier? Ey, holt mal bitte die Polizei her. Die brauchen wir mal ganz kurz. Das riecht hier ja ganz schön streng nach Drogen. So, macht die Drogen? Was ist denn da los? Das gibt's nicht. So, dann holen wir mal ganz kurz die Cops. Stellen die mal hier ganz kurz vor die Tür. Ich würde sagen, da es bloß eine Tür gibt und sonst niemand raus kann aus diesem Gebäude, abgesehen vom Fenster, stelle ich das Auto mal genau so auf, dass da jetzt niemand mehr raus kann. So, die Polizei ist da. Also, Widerstand ist zwecklos. Ihr kommt hier nicht mehr raus. Habt ihr das verstanden, ja? Also anscheinend ist da wirklich eine Person dort oben, die hier irgendwie, ja, ich weiß nicht, was herstellt irgendwie. Also Achtung, Achtung, ist das die Polizei. Hier ist erstmal alles umstellt, sie kommen nicht mehr raus. Mein Name ist Manfred und ich arbeite bei der Polizei. So, alles klar. Schön, Manfred, danke für deine Durchsage. Okay, ich schaue mir mal ganz kurz den Hinterhof an, denn, Alter. Meine Güte, gehen wir mal ganz kurz hier in Hocke. Was haben wir denn hier, Mensch? Hier kommt also der Gestank her. Hier stehen ein paar Kanister. Und das riecht jetzt nicht nach Kraftstoff oder so. Das ist viel zu streng in der Nase.
Das gibt's da nicht. Das ist hier ein Drogenquartett oder Quartier, was auch immer. Und anscheinend qualmt es dort oben in der Bude. Ich muss mal ganz kurz hier den Streifenwagen ein bisschen wegstellen. Ich glaube, wir gucken uns das mal genau von oben an. Durch die Treppe kommen wir leider nicht nach oben. Die sieht ganz schön beschädigt aus irgendwie. Das gibt's ja nicht, Leute. Okay, ich gehe mal ganz kurz hier zum Einsatzleiter. Oh, guckt da, guckt euch das an. Ist das geil. Orr. What the fuck? Sehr, sehr schön. So, Einsatzleiter, Cardio B. Wir haben erstmal ein Haus gefunden. Da sind anscheinend Kinder, Jugendliche, Erwachsene, was auch immer drin. Die stellen da irgendwelche Drogen her oder irgendwas anderes in der Richtung. Also das riecht da ganz schön extrem. Ja, alles klar. Wir kommen leider nicht in die erste Etage. Ich glaube, wir alarmieren den Leiterwagen nach, also die Drehleiter. Dann werden wir das gleich mal direkt machen und die Drehleiter nachalarmieren. Denn wir müssen auch irgendwie jetzt in die erste Etage kommen. Zurzeit ist da niemand ansprechbar, also gehen wir mal davon aus, dass da jetzt niemand im Haus ist. Trotzdem müssen wir uns das da oben angucken. Die Hupe geht! Aha. Oh, sexy. So, der Leiterschlitten ist am Einsatzort eingetroffen. Wir werden erstmal hier, Achtung, die Mülltonnen, nicht wegschieben. Erstmal ganz sachte auf die grüne Wiese fahren. Und wir haben gerade, das war Zufall, gerade einen TÜVer an Bord. Denn wir haben gerade auf dem Weg zum Einsatzort einen TÜV durchgeführt mit der Drehleiter. Das ist alles in Ordnung. Die Hupe funktioniert auch, habt ihr gehört. Die Stützen funktionieren auch so, wie sie sollen. Also, was willst du mehr? Super, sind wir auch durch den TÜV gekommen. Sehr, sehr gut. So, dann werden wir das Ding erstmal ausrichten, ohne dass wir was kaputt machen. Das wäre schon irgendwie ratsam. Ups. Nee, das war ein bisschen zu weit. So. Ich glaube, wir sind jetzt oben. Alles klar. Der Leiterpark ist erstmal ausgerichtet. Der Polizeiwagen steht noch gut dazwischen. Da passiert nichts, denke ich mal. Die Kameraden werden sich das erstmal anschauen. Und natürlich wird die Polizei erstmal vorgelassen, denn das ist nicht gut. Alles klar. Also es wurde anscheinend wirklich Rauschmittel in Gewahrsam genommen. Da steht anscheinend alles dort oben, um das alles herzustellen. Tja, und alles das nur wegen diesen Kanistern. Also das ist das Auffälligste gewesen daran. Das war eigentlich hier nicht der einzige Einsatzort, an dem wir eigentlich hinfahren sollten. Das aktuelle Geschehen ist eigentlich hier hinten und... Ach so, wartet mal ganz kurz. Wo ich das gerade sage. Einsatz 1 ist hier, Einsatz 2 ist da drüben bei der Drehleiter. Was ist denn eigentlich mit der verletzten Person? Hallo? Hallo? Bist du noch da? Hallo? Hallo? Da ist er auch nicht. Hä? Also, wenn ihr mich fragt, ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee.